いらっしゃいませ。Difficulty. Ich würde sagen erstmal easy. Weil ich nämlich jetzt nicht weiß, was ich tun soll. Basic rules. To dance at the disco, press buttons in rhythm with a song. Use the directional buttons to move your character's avatar to the square with the next input icon. And then press the corresponding button, show when its frame overlaps the square border. What the fuck, was? Use the directional buttons to move your character's avatar to the square with the next one and press... Ah, okay. Okay. As you move your avatar, you will see the number of steps it takes. The more steps you take, the more points you will get for the next correct input. So try to take as many steps as you can on your way to the next input icon. Squares marked as already stepped on won't be counted again. In the upper middle of the screen is a fever gog. Press L1. It is full to trigger dancing fever. A new screen with a series of button icons will appear. Press them with the correct timing to boost your score. To charge the fever gog, keep pressing the correct icons with the right timing in an unbroken streak. The voltage gauge at the upper right shows how impressed the audience is with your dancing. It directly affects what rating you get, so build up your score to fill the gauge. The gauge has 4 levels. Each level earns you another star toward your final dancing rating. There is also a versus mode in which you compete with another dancer. The one with the higher score wins. Okay. Oh, mhm. Ah, okay, ich muss das Mannequin bewegen, cool. Ja, ein paar Punkte zu wenig gemacht, aber es war trotzdem cool. Kann man das nochmal machen. Komm, wir machen nochmal, wir tanzen nochmal solo. Oh Mann, ey. 楽しんでもらえたか？Ja, 3850 Todescore war auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Wir können nochmal mit Haruki tanzen. Wir versuchen es diesmal auf normal. Ja, shit. Ich hab nach oben gedrückt und nach unten. Mhm. Oh nice, diesmal gewinne ich. Na okay, ein Stern. So, machen wir noch ein Tänzchen hier alleine. those Okay, das war jetzt leider nicht so gut. Wow, trotzdem noch 2 Sterne bekommen. Okay, ich dachte, ich habe mich eigentlich schlecht angestellt. Alles klar, okay, das war aber schon ziemlich cool. Gibt's sonst noch irgendwas, was man in dieser Disco machen kann? Ich schätze mal nicht, wa? Okay, ich schätze mal, dann gehen wir wieder mal nach draußen. Nachdem wir jetzt gut das Tanzbein geschwungen haben. Ich frage mich, wie viel Zeit ich hier noch totschlagen muss, bis ich wieder zurück kann. Ich meine, mittlerweile ist doch eigentlich echt viel Zeit vergangen, oder nicht? Ja, weiter runter. Okay, mache ich vielleicht irgendwas falsch? Nee, ja, kill some time, also mir Zeit vertreiben. Okay, dann gehen wir nochmal in die Arcade da oben. Vor allem, wie er halt immer sagt, Bali has anytime passed. Ich meine, wir waren irgendwie aus, wir waren essen, wir waren in so vielen Arcades. Aber wir haben uns halt echt wirklich sehr gut die Zeit vertrieben eigentlich. Nein. Shit. Ach, komm schon. Ich würde mir gehen den Karaoke-Kerl da rausfischen. Ich halte ihn gerade nur an der CD und es funktioniert. Alles klar. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Kann ich irgendwie zu Kasumas Hideout gehen? Nein, ist das eine Möglichkeit? Weil vielleicht geht das ja so schneller, wenn wir zu seinem Apartment reisen und vielleicht kann man ja dann da drinnen schlafen irgendwie. Oder auch nicht. Wow, und jetzt ist er fertig, wirklich? Alles klar, dann gehen wir jetzt zurück. Haben wir jetzt auch mehr als genug Zeit totgeschlagen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das gedauert hat, da hinzureisen. Aber ich muss auch sagen, es hat doch ein bisschen Spaß gemacht, die Aktivitäten in Yakuza zu testen, weil das ist auch was, wofür ich das Spiel wirklich sehr mag. Dass du die Möglichkeit hast, da Baseball zu spielen oder Bowling, Arcade-Bar zu gehen, Karaoke-Bar. Gerade die Karaoke-Bars, die mag ich einfach so gerne. Dass du einfach so viele verschiedene Möglichkeiten hast. Und das mit diesem Telefonclub, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das Minispiel ist halt auch echt cool. Das ist schon insgesamt wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Oh mein Gott. Kamurocho Real Estate Royal. In Real Estate Royal, you purchase and manage properties to build up your funds with the ultimate goal of bringing down the 5 billionaires. Manage your holdings from Kiryu's office by interacting with the city model on the table. You can also check the status of your properties by selecting business from the pause menu. You can do the following through the office menu. Start payout collection for each area, collect profits from each area, assign a manager and security to each area, send advisors to properties. Manage your properties using these options and you will soon be ranking in huge profits. Select Real Estate Royal Management and press triangle to display a payout collection confirmation window. If you have assigned a manager or security guard to the area you want to collect from, their salaries will also be listed. Select yes to confirm. Sometime after collection is started, the GOG will fill and you will be able to collect your profits. The funding gathered is based on profit forecasts and economic trends. However, sometimes things will not go so smoothly. Problems may arise during the collection process, or you may be challenged to a money battle while collecting your profits. If a problem occurs, the collection GOG will freeze. You will be unable to collect profits until you go to find out who's causing the problem and subsequently deal with them. Sometimes when you collect your profits, one of the 5 billionaires will challenge you to a money battle. The manager assigned to that area will try to counter the effects of the billionaire's aggressive investment, but if their HP runs out, he will lose the targeted property. Protect your property by pressing X to invest your own money and restore the manager's HP. You can assign one manager per area. They have the following abilities. Financial Savvy counts as HP during money battles. This only recovers when a manager is not in use, so switch them out often. Economic Influence shows the manager's effect on economic trends in the area. The higher value, the better. The number on the left is the starting value, and the one on the right is the final one after 4 collections. In addition to a manager, you can also assign a security guard to an area. Each security employee has the following abilities. Problem solving shows the ability to resolve issues during collection. At high levels, guards are more likely to solve problems on their own. Safety influence. The higher the value, the fewer violent encounters will transpire when walking in an area. The number on the left is the starting value and on the right is the final value after 4 collections. Send an advisor to visit a property to help make improvements, upgrading its rank and process. Select the property first and then an advisor. You will have to pay for their services, but the earning potential of a property will improve as its rank rises. Each advisor has different abilities and areas of expertise, so select the right advisor for each property. Ja, es klingt ganz einfach, so, ja. Use the office table to access the Real Estate Royal menu and choose Real Estate Royal Management, then select Laser King Area and press triangle to begin collections. You can review the rules and controls anytime you need to via help in the same menu. Puh, okay, das war ziemlich viel Input, muss ich sagen. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hallo? Holy shit. Alles klar. Hey. Sukiyaki Muranaka. Sukiyaki Muranaka. Use the operating capital you've been giving to acquire Sukiyaki Muranaka on Tenkachi Street. Use the funds received to return bla bla bla. Okay. Tenkachi Street. Moment, hier lag irgendwas. Wo kann ich jetzt eigentlich in meinem Hideout? Hier ist das Telefon. Aber irgendwie kann ich das alles noch nicht benutzen hier. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um dieses Gebäude. Holy shit, ey. Kasuma wird zum richtigen Businessmann. Oh, ist das Spiegel. Okay, jetzt wieder zurück. A set time after giving the order to begin collections in a given block, you will be able to pick up those profits. Access the menu from the office table and choose Real Estate Royal Management, then select Laser King Area and press X to pick up the collected profits. President Kiryu. Oh Mann, ey. Go to Serena. Ist das nicht mein Hooligan-Freund? Crazy Q has joined your team as an advisor. Lol. Okay. Oh, das war random. Und sie ist die von dem Burucera-Ring, glaube ich, hieß das. Satiku has joined your team as a manager. Okay. Alles klar, also manchen Leuten, denen wir in der Substory helfen dann unserem Business. Ziemlich coole Sache.